Errungenschaft Spirit Bark. Okay. What? Ah, so kann ich also... Ah, ich verstehe. So kann ich diese roten Sporen, mit der der, wo der Kleine Probleme hat, die kann ich damit wahrscheinlich besiegen. Oder beziehungsweise reinigen. Das ist ja cool. Okay, das Spiel gefällt mir zunehmend. Ich darf das nicht so lange spielen. Sonst spiele ich gar nichts mehr. Das hat jetzt was gebracht. Auf jeden Fall hat das die roten Sporen so ein bisschen weggehauen. Super. Ich glaube, die Folgen hier mache ich ein bisschen länger. Ja. Eradicate. Aha. Ja. Der Kleine ist gar nicht mehr... Ja, der Kleine kann gut aufräumen. Manchmal hat die Kamera so ein bisschen Probleme, weil sie näher ran will, als sie eigentlich soll. Das bedeutet, ich dachte erst, es wäre ein Grafikfehler und es würde an meinem Rechner liegen. Aber da das jetzt öfters passiert, nehme ich an, es ist einfach ein Grafikbug. Bedeutet, hier rein kann ich. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht, aber bei mir sieht es dann halt wirklich so aus, wenn ich hier raus will... Fängt er halt an, weil ich hier so eine Stufe halt habe. Ja, fängt er immer so an, so ein bisschen rumzuspinnen. Da habe ich erst gedacht, ich habe mich ja gerade ein bisschen versehen, aber das ist einfach nur so ein Kamera-Bugfix gewesen. Das reicht also aus. Okay, das mit dem, mit der Barkreinigung ist schon cool. Das ist super. Da hat man es eben schon wieder gesehen. Ist nur, wenn es andersrum geht. Ja, ich probiere es nochmal manuell hervorzurufen. Ja, das ist die Kamera. Oh, geht's denn da lang? Also ihr müsst euch jetzt ungefähr vorstellen, dass ich genauso gespannt auf diese Geschichte achte wie ihr gerade. Das bedeutet, Kapitel 4. Controller, es wäre schön, wenn du aufhören würdest zu vibrieren. Oh, ist das schön hier. Ganz im Ernst, Camping, Wandern, Rucksack mit Spachteln, mit Zeug zum Spachteln, ist hier natürlich gerne gesehen. Also, da kannst du aber... Oh, ist das schön hier. Ist das geil. Also nicht nur der Hund, sondern generell. Okay, wenn die Vibration jetzt nicht aufhört. Vibrationsbug oder was? Hier vibriert mein... Hier. Mein Controller vibriert die ganze Zeit durch. Okay, ich weiß nicht. Das finde ich jetzt nicht so geil.
Einfach weil das Vibrieren in der Regel bedeutet, dass, dass es was in der Nähe ist. Ah, diese Findlinge, okay. Ich will hier natürlich nirgends runter springen. Aber guckt's euch an, ist das schön hier. Da will ich einfach nur die ganze Zeit hin und her rennen und einfach durch die Wiesen jumpen und die frische Bergluft genießen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, oh, es ist wunderschön. Ich kann dazu einfach nichts sagen, ich genieß's. Genießt einfach diese schöne Landschaft mit diesem leuchtenden roten Fuchs. Blooms of Light. Ja, ich habe jetzt gerade wirklich mal absichtlich für ein paar Minuten die Schnauze gehalten. Einfach, damit man mal diese schöne Landschaft hier einfach mal genießen kann. Einfach, um es mal zu genießen. Warte mal, da ist doch bestimmt noch irgendwas. Das sieht doch so... Ich würde am liebsten die ganze Zeit hier die ganze Zeit durchrennen. Aber ich will natürlich auch nicht, dass der Kleine hier... wie heißt es, anfängt und die ganze Zeit nur am Hecheln ist. Oh, super. Aber wenn der Controller jetzt nicht bald aufhört zu vibrieren... Weg damit. Oh, hier muss man sich richtig umgucken, um wirklich alle Ruinen zu finden. Ich habe da richtig, ich bin jetzt gerade richtig auf dem Entdeckertrip. Oh, wir haben wieder ein Stöckchen gefunden. Ein paar Frame Drops. Ist aber okay. Die Frage ist jetzt, wo liegt der Mensch, dem wir diesen Stab geben müssen? Zum Glück reagieren die ein bisschen so aufeinander. Aber ich habe jetzt keine Lust, also Lust schon, das ist okay, ne? Aber jetzt die gesamte Ebene nochmal abzuklappern. Muss jetzt auch nicht so, finde ich jetzt auch nicht, fände ich jetzt auch nicht so geil. Aber es muss ja so ein bisschen in der Nähe, muss es ja schon sein, irgendwie. Normalerweise vibriert der Controller so ein bisschen härter, wenn ich in die Nähe komme von so etwas. Das Problem liegt da dran, im Kapitel 4 ist es ein bisschen buggy. Und Controller vibriert jetzt einfach mal dauerhaft. Von daher kann ich mich auf das Gefühl jetzt nicht so verlassen. Ah, hier. Bitteschön.
super. So, habe ich da noch irgendwo was vergessen? Nee, ich habe einen Menschen vergessen. Und noch ein paar von diesen Windspielen. Obwohl ich bei den Windspielen immer noch nicht so ganz sicher bin, wie ich die aktiviere. Ob ich die irgendwie speziell aktivieren muss. Oder ob es reicht, wenn ich bei denen einfach vorbeigehe. Und ob das manchmal nicht doch ein bisschen buggy ist. Okay, da kann ich nicht lang. Oder soll ich zumindest nicht lang? Das ist okay. Oh, ist das weitläufig. Ich will da hinten nochmal reingucken. Na komm, das machst du schon. Hm? Super. Ich will jetzt auch nicht zu viel wegnehmen. Von dem Spiel. Damit ihr natürlich dem kleinen Füchschen hier noch einen Namen geben könnt. Ich war ja für Pfote auf glattem Eis. Allerdings war der Eispart doch relativ geringer als anfangs gedacht. Und der Justin hat es beschwert. Grüße gehen hier übrigens nochmal speziell wegen dir raus. Ich hab mit dem Spiel extra für, gewartet, das aufzunehmen für dich. Weil du ja das Spiel so mochtest. Und auch Füchse magst. Das sind auch schöne Tiere. Nein, 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 nein. Ich will mal gucken. Okay, hier ist eine unsichtbare Mauer. Okay. Finde ich kein Problem. Finde ich okay. Wenn Spiele sich begrenzen mit unsichtbaren Mauern. Dass man sagt, hier geht's nicht weiter. Das ist so völlig legitim. So. Ah, der Sonnenaufgang. Nee, ist nur der Schatten. Okay. Trotzdem wunderschön. Ich meine es noch bis zum nächsten Kapitelfortschritt. Dass der dann gespeichert wird. Und dann würde ich sagen, da oben will ich nochmal hin. Wenn ich da nicht schon gewesen bin. Oh, jetzt ärgert es mich gerade, dass der eine begrenzte Ausdauer hat. Darf ich natürlich nicht vergessen, dass ich mein Mitgefühl dem gegenüber... Okay. Hier ist noch einer von denen. Den möchte ich noch suchen. Den nehme ich in dieser Aufnahmesession noch mit. Bevor ich nur kurzes Päuschen mache und dem Chat Zeit, dem Zuschauern Zeit gebe, so zu interagieren. Ja, das machst du fein. Das ist ein ganz lieber. Ganz liebes Füchschen. Kann ich da hoch? Ich will da jetzt nirgends runterfallen. Nein! Nein! Das hat beim Zusehen mehr wehgetan wahrscheinlich als dem. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich so leid. Aber das mit dem ewig vibrierenden Controller geht mir gerade so auf den Sack. Hier kann man ja mal ein bisschen ehrlicher sprechen. Bei dem Spiel Sommer in Mara habe ich das Gefühl, das ist halt einfach eher so wirklich so ein Kinderspiel. Und dementsprechend kann ich das auch als Kinderspiel kategorisieren. Problem ist natürlich dort bei solchen Projekten erfordert es ein bisschen starkes Know-how. Weil da kannst du nicht einfach raushauen, was du kannst du nicht einfach raushauen, was du möchtest, sondern da musst du wirklich auf deine Sprache achten. Ist natürlich auch schade, dass bei Videos die ich meine, ich kann es verstehen, es macht durchaus Sinn, die Kommentarsektion zu zum Schutz der Privatsphäre jüngerer Zuschauer zu deaktivieren. Das ist super. Auf der anderen Seite finde ich es halt nur schade, dass man das nicht so machen kann, dass man die Kommentare zum Beispiel... du kannst bei deinen Videos die Kommentare prüfen. Das bedeutet, du machst sie halt an und sagst dann, okay, die Leute können kommentieren, müssen aber vorher erstmal vom Uploader oder vom Moderator halt geprüft werden, ob die in Ordnung sind oder nicht. Das wäre zum Beispiel eine super Option, das vielleicht ein wenig einen Kompromiss einzugehen, dass man sagt, okay, ich habe halt Videos für Kinder, aber... Dementsprechend prüfe ich diese Kommentare auch erstmal, bevor die freigegeben sind, ob die auch die Standards einhalten. Das wäre natürlich super. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kann ich es auch verstehen, wenn man es komplett halt sein lässt. Ne? Gerade für Jüngere. Also ich rede da wirklich so
im Alter zwischen 6 und 12 ungefähr. Ich denke mal, alles was darunter ist, sollte sowieso von den Eltern kontrolliert werden. Aber bei manchen Let's Plays kann man das machen. Natürlich muss man da sehr, sehr stark aufpassen. Da, wenn irgendwas nicht so gut läuft, kann man da nicht einfach mal so ein Kacke oder Scheiße oder was weiß ich raushauen. Sondern da muss man dann schon wirklich drauf achten, was man halt sagt. Nur so, als würdest du wirklich mit Kindern im Kindergarten sprechen. Da ich ja, wie gesagt, diesbezüglich so ein paar Erfahrungen habe. Wie gesagt, ich habe ja zwei kleinere Brüder. Der eine ist 6 Jahre jünger als ich, der andere ist 12 Jahre jünger als ich. Von daher habe ich durchaus auch ein bisschen Lebenserfahrung, wie man mit gerade jüngeren Kindern so ein bisschen spricht. Klar, beim Bruder ist es natürlich nochmal was ganz was anderes. Aber wenn man dann mal bei dem einen oder anderen Laternenfest oder bei dem einen oder anderen Kindergarten-Event dann schon seinen kleinen Bruder abholen musste, weil die Mutti gerade nicht konnte oder die Oma keine Zeit hatte oder sonst was, dann hat man da natürlich ein bisschen Lebenserfahrung. So, den Menschen haben wir auch. Ich finde es natürlich sehr ärgerlich, dass ich diesen einen jetzt nicht mitgenommen habe. Das liegt mir jetzt so ein bisschen gerade auf der Pelle. Ich finde es so komisch, dass hier überall diese Blumen sind, aber ich kann hier das nicht aktivieren. Gefühlt kann ich hier nichts Großartiges, keine Portale oder so aktivieren, sondern ich meine, es ist auch mal schön, einfach mal zu sagen, okay, ich kann jetzt hier einfach mal das Gehirn so ein bisschen ausschalten und einfach mal wirklich die super Musik und die Gegend erkunden. Also ich muss sagen, ich bereue den Kauf von dem Spiel nicht. Ich habe es mir natürlich im Sale geholt, weil es dann einfach ein bisschen günstiger war. Aber hier auch bei dem Spiel absolute Kaufempfehlung, einfach nur weil es wunderschön ist. Man weiß auch in der Regel, worauf man sich einlässt bei dem Kauf von dem Spiel. Es ist nicht so, ich habe mir auch den Trailer zu dem Spiel reingezogen und habe mir dann auch mal angeguckt, okay, verspricht das Spiel mehr als es ist. Das hat mir ja bei Trailern leider ziemlich häufig der Fall, dass die Trailer besser aussehen als das Spiel selbst und alles. Aber hier habe ich so das Gefühl gehabt, okay, ich gucke mir den Trailer an und weiß, was ich kaufe. Von daher würde ich jetzt noch nicht mal sagen, dass da irgendwie so ein bisschen Verkaufsmasche drin ist. Ich glaube, das Spiel spricht für sich selbst und das haben sie sehr gut gemacht. Von daher kann man wirklich mal den Publisher unterstützen und sagen, okay, hole ich mir. Oh. Ist das jetzt einfach nur rotes Gestein oder ist das wirklich... Blut, da hat es jetzt gerade ein bisschen geruckelt. Hier geht es in eine Höhle rein. Oh, hier geht es doch weiter als gedacht. Ich will jetzt nicht zu weit in so eine Höhle reinrennen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nichts verpassen. Ich glaube, ich gehe doch mal hier rein. Okay, das mit den blauen Streifen sieht jetzt in der Höhle so gut aus. Es würde mich wundern, wenn so eine lange... Dieser Controller vibriert immer noch. Okay. Da ist ein dunkles Portal. Bin mir nicht ganz sicher. Na gut. Ah, das musste mir erst triggern. Ist die Frage, ob ich da rein will. Lass mich nicht. Muss ich da wirklich durch? Will ich da wirklich durch? Na gut. Gehe ich einfach mal durch, gucke, ob dann gespeichert wird. Bin mir da nicht so ganz sicher. Okay. Sind mir jetzt der Geisterfuchs? Verstehe. Und der macht natürlich den Weg frei.
Ah, okay. Oh, cool. Das ist schön gemacht. Das ist eine coole Idee. Aber ich will hier nochmal gucken, ob ich mir nochmal... Hier nochmal... Ah, das geht hier automatisch. Okay. Ohne, dass ich jetzt bellen muss. Ich weiß gar nicht, ob das bei Füchsen auch so heißt, dass sie dann bellen oder ob das irgendwie anders genannt wird. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist schon cool, dass hier das Gras rot ist. Und dann komme ich an dem Gras vorbei und dann ist es grün. Super, wird gespeichert. Okay, das sieht gerade richtig geil aus. So, ich würde aber trotzdem mal sagen, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Bin jetzt auch schon knapp über eine Stunde am Stück dran. Schnippel mir das zurecht, mache einen Endscreen draus. Habe ja gesagt, dass ich das mache. Damit ihr euch natürlich auch einen Namen für unseren Fuchs ausdenken könnt. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso wie mir. Ist mal was Ruhiges, ist mal was anderes. Obwohl ich glaube, so richtig viele Action-Spiele gibt es bei mir jetzt eigentlich nicht, ne? Doch eher schon ruhigere Spiele. Aber die gefallen mir einfach. Von daher, ich höre mir mal die Aufnahme an. Ich hoffe, die Stunde hat sich gelohnt, die Stunde aufzunehmen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Graf Wallner und Fuchs Unbekannt. Rock.